Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 89 von Star Dector mit dem Mod Ironclads. So, wir sind wieder im Spiel, gucken gerade auf die Karte, suchen das Sprungtor und dann geht's dahin. Die Reise zum Sprungtor und Speeding Up Time machen wir natürlich auch hier an der Schreibtischlampe vorbei, die da direkt auf uns zielt. Ja, oder Jump to Hyperspace ist auch klar, sollten wir tun. So, dann gucken wir da auf die Karte und ich glaube, wir fliegen mal nach Hause, in Anführungsstrichen. So, da ist das System. Springen wir da rein. Suchen unsere Heimatbasis auf. Die befindet sich dort. Tja, und dann gucken wir mal, was wir mitnehmen können wieder. Die können wir einpacken. Na, komm schon. Und die Low-Tech-Components können wir auch einpacken. Jo, das war's hier eigentlich schon. Dann geht's da eigentlich schon raus, oder? Wohl Transfer Ships, war da noch eins drin? Nein, war nicht. Nochmal gucken. Sollten wir was hier lassen? Das ist die Frage. Eigentlich auch nicht. Dann raus da. Und dann können wir hier die Trading Station aufsuchen. Fliegen wir da einmal rüber. Die haben jetzt gerade 175 gemacht, oder was? Ja, komm, dann fliegen wir da nochmal drin hin und nehmen das gerade auf. Machen die das eigentlich immer schrittweise oder? Confirm. Sortieren wir das mal gerade und dann runter. Leave und dann nochmal zur Trading Station. Da einmal runter. So. Da ist die Station, genau. Fliegen wir da hin. Was haben sie denn? Buy Low-Tech Components? Nee, Buy Universal Industrial Equipment. Können wir hier schon gleich loswerden? 191. Sind wir mit 2425 Erfahrungspunkte gesegnet worden. Gut, dann müssen wir hier noch rein. Können wir gerade mal hier noch ein paar dazu nehmen, denke ich. Genauso wie da. Confirm. Tja, die lassen wir drauf. Die verkaufen wir woanders, denke ich. Fleet haben wir hier. Gibt's was? Wie immer nix. In dem Sinne. Ja, das war's dann hier schon wieder. Da sind wir. Da wäre eine Piratenflocke. Ja, die kriegen wir aber nicht hin, denke ich mal. Dann lass uns mal lieber da zum Sprungtor fliegen. Das ist es nicht. Speeding up time. Oh, die Factory produziert schon wieder was hier. Komm, dann fliegen wir da noch vorbei und holen das noch ab. Macht Sinn, glaube ich. Ist ja jetzt hier im System noch. Confirm. Diese hier werden jetzt alle aufgebraucht dafür wahrscheinlich, ne? Gut. Leave. Sprungtor und hin da. So, diesmal mal aus dem System raus, bevor wieder Neues produziert ist und wir zurückfliegen, ne? Jump Point. Und die Reise müsste jetzt rein theoretisch ja hier unten hingehen. Ne, nach Centronom. Aber das will ich gar nicht, ne? Ich guck mal einfach dahin.
Vielleicht gibt es da was Interessantes zu gucken. So eine kleine Piratenflotte, die würde ich ja gerne mal gucken, ob wir da was mit anfangen können, ne? So, da ein Sprungtor rein. War jetzt hier nebenan sozusagen, ne? Automate Supply Depot, ne, das wollte ich jetzt nicht besuchen. Hier können wir diese Station Mining Facilities, ja, da gibt es also Erze, aber wir können da trotzdem hinfliegen und gucken, was die gerne so haben, ne? Aber die wollen ja... Ach, guck mal, Exotic Minerals können wir hier auch kaufen, ne? Wie können wir denn da so mitnehmen? Na, guck mal, die haben eigentlich reichlich da, ne? Das haben wir schon überladen bestimmt, ne? Ne, haben wir doch nicht. Da weg. Da rein. Ja, hier können wir es für 60, das ist aber kein Deal, ne? Ein bisschen Sprit können wir noch nachtanken. Oh, das war ein bisschen, ne? Genauso wie Supplies. Halt, ich habe doch die Shift-Taste gedrückt, Mann. Abort. Wir haben kein Geld. Interessant. Waren die hier so teuer? 800 Credits per Unit. Tja. Dann fliegen wir so weg. Das war die automatische Station. Ja, dann wieder zum Sprungtor hin. Jetzt müssen wir gerade auf die Karte gucken, ne? Wir sind doch hier, oder? Auf Serp 1. Ach, das war doch eine Mining Facility war das doch, oder? Ach, da steht ja auch M dran. Aha. O ist Orbital Factory. Hier sind Piratennester. FPY. FPY. Financial Center, Security Station und Shipyard. Das, denke ich mal, wird unser Ziel dann sein. Dahin. Speeding up time. Oh, die Supplies, die rennen dann nur so runter, ne? Die Fuel-Raten. Gut, da mal rein. Hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Ja, genau so ist es. So, da sind wir. Was ist da? Da ist die Shipyard. Dann fliegen wir doch als erstes mal dahin. Ja, gucken wir erstmal hier rein. Buy Industrial Equipment, Sell Low-Tech Components. Oh, guck mal, das ist ja cool. Was gibt's denn für Low-Tech Components? 84 werden sie für 60 so verkaufen können. Okay, das sind dann 24 mehr, ne? 6871 Erfahrungspunkte, wow. Da nix mehr. Auf jeden Fall hier Nachschub. Hat man hier nicht irgendwie so richtig viel Kohle? Wo ist denn die geblieben, ha? Ist das hier so viel? Ja, 800 kostet eine Einheit. Das sind dann 800.000. Ja, ist wohl so, ne? Müssen wir aufpassen, dass nicht uns Piraten was über den Kopf hauen, ne? Ne, das hatten wir gerade schon, das brauchen wir. Ein paar
Passt. Confirm. Sortiere das mal gerade. Sieht das ein bisschen besser aus. Ship Upgrades. Ja. Da kann ich mir alle angucken, ne? Da haben wir die Upgrade-Option jetzt hier vor uns liegen. Aber das ist wahrscheinlich nur Upgrades von deren Schifftypen oder so, und die haben wir wahrscheinlich nicht. Okay, Special Offers. Das ist jetzt auch nichts für uns. So, das war es dann auch schon wieder hier an dieser Station. Was haben wir hier hinten noch? Das Financial Center und was war das zweite? Secure Station. Sollten wir da überhaupt hinfliegen? Das ist die Frage. Ich glaube ja nicht. Fliegen wir wieder zum Jump Point. Und dann überlegen wir, wo wir jetzt hinfliegen. Was ist N? N ist Military Outpost. Ja, ich denke, wir können mal über den Weg so zurückfliegen, oder? Da müssten wir natürlich auch noch hin. Dann können wir vielleicht so fliegen. Oder so. Wir fliegen auf jeden Fall die Military Station da mal an. Das war hier. Gucken wir da mal vorbei. Da ist das System schon, da reingeflogen. Und wo ist das hier dann? Was ist das? Station Wreck. Das ist der Planet, ne? Da ist die Station. Fliegen wir erstmal dahin. Ach, da war noch ein zweiter Punkt. In dem Asteroidengürtel war auch noch was, habe ich gesehen, ne? Updating hier, weil wir hier auch noch nicht waren, ist klar. Und vielleicht kommen wir hier gleich an dieser anderen Station noch vorbei. Da ist er. Sollen wir gleich mal gucken, was wir da machen oder nicht machen können. Hightech und Weapon. Und was wollen die? Okay, da muss man erst Kampferfahrung haben, sozusagen, um da beizutreten. Und da kann man sich einkaufen, ne? Naja. Ich glaube, das ist jetzt hier gerade nicht so, was wir brauchen. Das ist das Automated Supply Depot. Okay, dann müssen wir mal dahin fliegen und gucken, was wir da reißen können. Gut, aber ich denke mal, das werden wir im nächsten Teil machen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.